So, ich bin mal gespannt. 10 Chroma Cases, 2, das sind die neuen Chroma Cases, ne? Was kann da rauskommen? Oh, warte, das kann ich sogar hier anhand von der Steam-Seite zeigen. AK, eine blaue AK ist, glaube ich, die blaue AK ist gar nicht mal so schlecht, ne? MP7 Armor Core, naja, sieht nicht gut aus. Die Deko, Deagle, der Name ist cooler als die Deagle selber. P250 ist, glaube ich, auch blau, oder? Ist die blau oder ist die lila? Die ist, glaube ich, blau, ne? Die Valence. Ist Ich glaube, die aber ist blau, ja. vom Design her ist die, hat schon was, aber naja, genauso wie Chroma Case, Gay, Gay, AWP, Gay, Mac 7 hat was, aber ist auch gay. Das ist die gayste Waffe überhaupt. Das ist super gay. Die Banana 5-7 ist mega gay. Obwohl, aber der kann man einen coolen Namen geben. Die kannst du irgendwas mit Monkey so. Monkey irgendwas nennen. Monkey Ruffy. Galil Eco wäre meiner Meinung nach vom Design her die beste Waffe aus der Box. Farmers, solche schlechten gibt es ohne Ende. Hyper Beast finde ich auch genauso scheiße wie Drain King. Ist viel zu bunt. Bisschen langweilig. Und die Neon Rider. Die Neon Rider dagegen ist schon. Ist eigentlich auch viel zu bunt, aber es gibt keinen anderen MAC-10-Skin, der cool ist, ne? Ich glaube, MAC-10 ist so mit von dem Design her die bisher unterbewertetsten Waffen, die es gibt. Oder die schlechtesten. Wir haben 10 Kisten, die werden wir jetzt aufmachen. Die schönen Chroma Keys. Womit fangen wir denn an? Alle sagen: Viel Glück, viel Glück, viel Glück! Ah, ich bin gespannt. Ja, Paterfix. Oh nee. Aber wir gucken einfach mal, wir gucken einfach mal. Neunte Kiste. Neun ist eine Glückszahl. Ist nebenbei der Account von Psycho. Bedeutet also, egal was wir ziehen, gehört dem Psycho. Aber ich gönne ihm ein Messer. Ah, guck mal, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Die AK, das ist, guck mal, das ist jetzt so eine Sache. Das finde ich gar nicht so schlecht. Es ist eine Stat-Trick, blaue AK. Es ist zwar blau, aber es ist eine AK. Und ich glaube, die AK hat sogar einen kleinen Wert. Oh ja. Weil AK ist halt mit die meistgespielteste Waffe, ne? In Minimal sogar. Geil. Jetzt sind wir mal die 7. 2, 4, 6, 7. Ich habe den Mai neu genommen, weil am 9. Mai habe ich Geburtstag. Muss ich eigentlich. Eigentlich hätte ich 9. Schlüssel. Oh! Ah, an der AWP vorbei. Hat die AWP einen Wert? Ich kenne die Preise gar nicht. Ich war eine Woche lang im Urlaub. Ich kenne die Preise Um die zurzeit sechs gar nicht. Euro. Echt? Ja, Nicht ja. schlecht. Für eine lila Waffe ist das echt ganz okay. Nehmen wir nochmal die 7. Die 7, die haut gut rein. Streichen wir nochmal. Die Messer, die in dieser Kissenserie. Oh mein Gott, Citric McSeven wäre auch gut gewesen. Die Messer, die man hier droppen können, sind, glaube ich, dieselben wie bei Chroma Case 1. Das heißt, also Doppler und Tiger Tooth und sowas. Alles kann drin sein. Finde ich auch gut. Weil ich würde es schlecht finden, wenn man jetzt nochmal alte Messer bekommt. Finde ich irgendwie, würde ich langweilig finden. Denn ich glaube, dann würden auch nicht so viele Leute die Kisten öffnen. Sondern die würden weiter bei den Chroma Case bleiben. Scheiße! Hat die Monkey eigentlich einen Wert? 17 Euro hat. Die Leute sagen gerade im Chat, ne, also im Stream, 17 Euro hat die AK. Krass. Also den Wert, ne, von 17 Euro. Minimal Stat-Trick AK, 17 Euro. Haben wir schon mal einige Keys wieder drin. Jetzt eine AWP in Einsatz erprobt. Ja, okay. Nicht die beste Qualität, aber kann man mitmachen. Nimm mal die dritte Kiste. Kann man schon machen, kann man schon machen. Best Price, ja. Ah, das war die schlechteste Kiste von allen. Das war mit Abstand die schlechteste Kiste von allen. Aber wir haben noch. Ja, P250 hat die einen Wert? Ich glaube nicht, ne? Aber die AWP sieht gut aus. Ja, die ist einsatzerprobt. Ich mag die nicht, ich finde die richtig beschissen. Hat so einen Totenkopf und hier so ein bisschen so todesmäßig, wurzelmäßig, so, aber Ich finde die cool. ich finde es nicht so gut. In der Lilane ist die ganz okay. Da bleibe ich lieber bei der. Was hat denn der? Ist ja Psychos Account, der hat die Dragon Lore and Factory New. Kann man sich mal zwischenzeitlich geben? Cooler Name, bei Mukas Little Sis. Ja. Hat einen Doppler-Knife, alles Mögliche, nicht schlecht. Aber wir gucken mal weiter. Immer die dritte oder siebte Kiste, Leute, merke ich das. Nochmal streich mal schnell.
Ich glaube, das liegt gar nicht an mir, das liegt gar nicht an meinem Account, dass ich nur blaue Items oder so ziehe. Obwohl, der hat schon bessere Items gezogen. Aber auch, ja, okay. Die AK war halt, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, das liegt einfach an mir, dass ich so Scheiße ziehe. Das liegt, glaube ich, immer an mir. 4,30 € AWP, 17 € die AK. Ja. Teil des Geldes haben wir auf jeden Fall drin. Eine Deko mit Igel. Ich kann mir vorstellen, dass die auch locker ein Euro wert ist oder so, obwohl die extrem beschissene Qualität hat. Was haben wir? Einsatzwertprodukt, ja. So sieht ja aus. Nochmal dritte Kiste nehmen. Aber dass wir kein Messer ziehen, ne? Über 1000 Kisten. Wir haben über 1000 Kisten geöffnet. Oh, guck dir das mal an. Auch wenn die Farmers scheiße ist. Aber wir können zweimal nebeneinander Farmers und wir bekommen wieder eine P250. Ein Messer ist in jeder siebten Kiste. Ne, das war mit dem Ü-Ei. Wie war die Werbung? Angst, das war immer in der siebten Kiste. Oder irgendwas im siebten Ü-Ei. Ja, hast du dann so eine Figur gehabt, so. Ich habe ja immer so Aktionen mit Figuren, so. So diese Hippos und so. Okay. Wie viel ist die P250 in Stat-Trick wert? Weil man muss ja sagen, die P250 ist eine gut gespielte Waffe. Was haben wir? In Abgenutzt. Sieht aber echt gut aus dafür. Letzte Kiste. Oh boy, komm, ein Messer. Ich will nur einmal, einmal im Leben will ich ein Messer ziehen. Okay. Naja. Glaubt, da war kein Messer. Okay. Ah, glaube ich auch nicht. Wie viel haben wir eigentlich aufgemacht? Wir haben 10 Kisten aufgemacht. Den Wert, ich glaube, die Keys haben wir wieder drin, ne? Mal gucken, 17 € AK, 6 Ja, oder mit der 4 € AK auf jeden Fall. AWP. Was, 5 € bekommt man hier mit P250 Stat-Track oder so, bekommt man bestimmt wieder auch so 1 €. Eagle oder so, alles. Ich glaube, so viel, wir haben vielleicht Minus gemacht, aber so viel gar nicht. Also, die Die AK Keys sind würde zwar ich. drin, aber die Kisten sind halt auch sehr teuer, ne? Die AK würde ich auf jeden Fall verkaufen, solange die noch einen Wert hat, weil ich denke, jeder will die Kisten öffnen und ja, ich würde die definitiv verkaufen, Psycho. An deiner Stelle. An deiner. Oh, guck mal, er hat sogar die Stat-Trick. Er hat die Gali, die Stat-Trick eh kommen. Unnormal geil sieht die aus. Unnormal geil. Was haben wir denn hier noch? AWP. Ach, der hat glaube ich auch noch. Er hat die AWP. Wurmgott hat er in Stat-Trick. Zweite oder erste Kiste waren das. Beides die Waffen. Krass. Schöne Duals. Ja, kann man nicht schmeckern, oder? Kann man nicht schmeckern. Schöne Skins hat der.